Wir haben damit Kinder und Jugendliche, die durch eine persönliche Begleitung und die damit verbundene Beziehung eventuell in Kulturumfelder kommen, die sie ja sonst nie kennenlernen würden. Und das gibt ihnen die Möglichkeit, über Dinge zu reflektieren, die ihnen bisher so vielleicht gar nicht zugänglich waren. Und es gibt auch Möglichkeiten, über sich selbst zu reflektieren aus einer anderen Position heraus, die sie durch das Kennenlernen der anderen Kultur einnehmen können. Und damit bekommen sie eine viel größere Autonomie auch auf ihre eigene Persönlichkeitsentwicklung, auf den Platz, den sie sich in der Gesellschaft eigentlich wünschen und auf dem Weg, wie sie diesen Platz einnehmen können, Autonomie und Selbstständigkeit zu entwickeln. Und da Kultur auch ganz viel mit Wertevermittlung zu tun haben, bekommt sie damit auch noch mal so ein, sag mal, Gerüstangebot, wo sie sich dann auch heimisch finden, also heimisch werden können und damit auch noch eine größere Sicherheit in der Gesellschaft bekommen. Und zwar nicht nur aus dem heraus, was ihnen vom Elternhaus oder von ihrer Wohnsituation oder schulisch mitgegeben wird. Und da das ja oft vielleicht nicht so umfassend ist, wie es sein müsste, um am Ende autonom und selbstständig und selbstverantwortlich zu werden, sind die Kulturlotsen über die Kultur eine Riesenchance, aber natürlich auch über die persönliche Beziehung, die da entsteht. Das würde ich fast mindestens genauso wichtig finden.